Wir kommen natürlich jetzt genau zu der Sache, weswegen wir heute hier sind. Rosenbrot. Das Rosenbrot. Das Rosenbrot, ich habe es vorhin schon mal erklärt, die heilige Elisabeth ist die Heilige auch des Bistums Osnabrück. Die hat früher Folgendes gemacht. Sie hat den Armen geholfen, indem sie Brot, was nicht mehr benötigt wurde, in Thüringen. Ihr Mann war ja ein Adeliger in Thüringen, hat das den Armen gebracht. Der Mann, der fand das nicht so doll und irgendwann ist er ihr nach und hat gesagt, Mensch, was machst du da eigentlich? Und da hat sie gesagt, ich verteile nur Rosen. Das hat er ihr nicht geglaubt, aber als er dann nachher das Tuch von dem vermeintlichen Brot hochhob, da waren dann plötzlich tatsächlich Rosen drunter. Insofern darf ich jetzt einfach mal für unsere Geschichte einmal ganz herzlich willkommen heißen. Alle Innungsbäcker, die heute jetzt hierher gekommen sind. Ihr Lieben, kommt hier bitte einmal auf die Bühne. Es sind 3, 4, 5. Der Obermeister, wo ist er? Der Landesinnungsmeister sollte eigentlich auch noch mit dabei sein. Einen Riesenapplaus für die Bäcker, die mitgemacht haben dabei. Denn natürlich ohne sie wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Rainer, nicht so wie bei der Bundeswehr, hier so Arme hinterm Rücken verschränkt. Seid mal ganz locker. Moin. Rainer Welp, ja? Moin. Hallo, moin. So, also vier Bäcker stellvertretend erstmal. Ich gebe jetzt zum Innungsmeister, zum Landesinnungsmeister, Herr Wohlgemuth, vielleicht mal ganz kurz. Warum haben Sie gesagt, wir machen bei dieser Aktion mit? Ja, aber ich finde es ganz toll, was Sie hier veranstaltet haben. Ich bin begeistert von dieser tollen Kulisse. Sie sind extra aus Hamburg angereist, ne? Ich bin aus dem Süden von Hamburg gekommen. Ich wollte auch gerne dabei sein. Und ich möchte natürlich auch ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen danken, dass Sie sich hier so toll präsentieren. Ihr habt das ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank dafür im Namen unseres wunderbaren Bäckerhandwerks hier in Niedersachsen und Bremen. Herzlichen Dank. Man muss natürlich, das ist ja ganz wichtig, auch Herr Verlängerich, sich ab und zu mal was Neues einfallen lassen. Also wir haben jetzt ja gesagt, 3 Kornbrot mit Chiasamen, das ist jetzt doch nicht so das, was am Markt vorher so passiert ist. Ist man auch heute ständig in dieser Medienwelt, wo sich ständig alles verändert, auch gezwungen, dann ab und zu mal was Neues auf den Markt zu werfen? Ja, selbstverständlich. Das ist ganz wichtig, immer mal wieder neue Ideen, neue Geschmacksrichtungen zu kreieren, aber dieses Brot, was jetzt mit Chia hier angeboten wird, das ist natürlich ganz besonders. Da hat man also wirklich auch noch einen Zusatznutzen, neben der Sache der Unterstützung dieser Flüchtlingshilfe, ist zum Beispiel Chia auch sehr wertvoll für die Ernährung. Also der Zusatznutzen ist nochmal zusätzlich. Sie sind ja quasi der Ideengeber. War das jetzt ein Zufall, dass Sie darauf gestoßen sind und auch zum Beispiel die Geschichte der heiligen Elisabeth gekannt haben und gesagt haben, Mensch, die Caritas zum 100-jährigen Jubiläum, so ein Rosenbrot würde da ganz gut hinpassen. Naja, so Ideengeber war ich jetzt in dem Sinne nicht. Also Herr Moss von der Caritas kam auf uns zu. Aber Sie fanden die Idee von Herrn Moss gut. Wir fanden die Idee gut. Das wollte ich gerade sagen, ja. Und wir machen bei uns im Bereich Lingen schon seit 12 Jahren so eine Veranstaltung mit einer Brotaktion, die auch immer für einen guten, wohltätigen Zweck dann gemacht wird. Sie haben ja gerade den Namen Josef Moss schon mal erwähnt. Der war ja jetzt auch gerade in Lingen bei Ihnen. Wie ist es denn gelaufen? Sehr gut gelaufen. Wir haben also die Innungskollegen, die Obermeister, Osnabrück, Meppen, Nordhorn, Lingen, wir waren alle zusammen und haben das Brot zusammen kreiert, haben überlegt, was können wir machen und jeder hat so ein bisschen dazu beigesteuert und dann wurde eine Rezeptur entwickelt, die Sie heute alle probieren können. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Es sind ja heute, ich habe jetzt vorhin bei Ihnen gesehen, ganz, ganz auch verschiedene Brotlaiber. Ich habe jetzt, als ich mit dem Rainer gebacken habe, wir hatten tatsächlich, das sah richtig aus wie eine Rose. Also es sieht nicht alles gleich aus. Jeder Bäcker hat so ungefähr so eine etwas andere Art, das Brot dann auch zu machen, oder? Ja, das ist so ähnlich wie eine Handschrift. Wir lernen alle die gleichen Buchstaben, aber jede Handschrift sieht anders aus. Okay. Und genauso ist es mit dem Brot. Wir haben vielleicht die gleiche Rezeptur. Also es ist immer ein 3-Kornbrot mit Chiasaat, eventuell noch anderen Saaten. Aber jeder gibt halt seine eigene Handschrift da rein. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sehen heute, was hier los ist, da verkauft man das sich ja gern, oder? Auf jeden Fall, das macht richtig Spaß. Muss ich dazu sagen, Bäcker sind ja sehr Frühaufsteher. Also ich wäre eher so der Nachtbäcker und nicht der Morgenbäcker, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ne, weil ich dann doch eher der späte Vogel bin. Ne? Und die Frage ist, wann haben Sie denn heute Nacht angefangen? Weil es sind ja nicht so wenig Brote, die Sie da gebacken haben. Nein, ne? Wir sind heute Nacht schon sehr früh angefangen, aber das spielt, glaube ich, jetzt keine Rolle. Wir machen es einfach gerne und von daher ist das gut. Jetzt komme ich mal zu dir, Rainer. Rainer und ich duzen uns ja mittlerweile, seitdem wir gemeinsam in der Backstube gestanden haben, Rainer. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, auch die Unterschiedlichkeit der Brote. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben es ja gerade auch schon von Herrn Wohlgemuth gehört, der das unterstützt hat und auch von den anderen beiden.
Das ist natürlich etwas, was man dann auch zusammen machen muss und wollen muss. Gibt es so eine große Einigkeit unter den Bäckern? Man versteht sich dann untereinander. Ja, und es war auch überhaupt kein Problem, da Bäcker zu finden, die da mitzumachen, weil es geht hier um Flüchtlinge und wir haben alle Kontakt tagtäglich mit diesen netten jungen Menschen und ob in Praktikas, Wiedereingliederung und so weiter. Und insofern war es eine Selbstverständlichkeit und wir haben bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten selber schon zwei Syrer bei uns im Betrieb und die haben wir wunderbar eingliedern können, die beim Bäckerkollegen von mir jetzt angefangen sind. Und insofern selbstverständlich gerne, danke. Ist ja auch ganz wichtig, das haben wir auch kennengelernt. Oftmals ist es so, man sagt den Leuten, die keinen Kontakt zu Flüchtlingen haben, dass die diesen Menschen nicht so aufgeschlossen sind. Würdest du das unterstreichen und sagen, ich habe jetzt Kontakt zu denen und ich bin wunderbar mit denen klargekommen? Ja, nicht nur auf Bäckerebene, auch bei uns im Sportverein haben wir, glaube ich, alle Kontakte oder auch Sie. In der Regel sind das gute Kontakte und die meisten Vorurteile sind einfach falsch. Dann, ja, Sie dürfen mal applaudieren an der Stelle, meine Damen und Herren, weil das finde ich wichtig, das muss man auch mal klar sagen. Eine Aussage wie diese ist ja heute fast schon mutig, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt überlegen, jetzt auch, wie viel ihr mitgebracht habt, wie viel wäre denn dann im Prinzip nachher am Ende in der Kasse? Weil ihr habt richtig ordentlich vorgebacken, wir haben es ja gerade schon gehört, Bäckerei ja. Wolke und auch Herr Verlängerich hat jetzt nichts aus dem Emsland importiert, das wäre wahrscheinlich hier im Bereich Osnabrück jetzt kontraproduktiv gewesen, ja. Aber die haben ja schon ordentlich zugelegt. Was habt ihr jetzt heute mitgebracht? Also wir haben jetzt heute auf jeden Fall schon mal 500 Brote vorbereitet, aber der Markt ist voll, die gehen auf jeden Fall weg. Insofern kommen schon mal gute 1000 Euro in die Kasse rein und ist ja für einen guten Zweck. Ja, da vorne, ne, das ist, da freut sich natürlich auch die Caritas-Spitze, ne? Also das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite, die Aktion ist ja nicht mit heute beendet, das muss man ja auch mal dazu sagen. Auch bei Ihnen in den einzelnen Bereichen geht es ja noch weiter. Ja, ganz interessant, nachdem die ersten Zeitungsartikel erschienen sind, kamen sofort Leute bei uns allen in den Laden rein und fragten natürlich, wann es das Brot endlich gibt. Also die Vorfreude ist da und die ersten, die probiert haben, sagen auch, es schmeckt auch riesig. 4 Wochen machen wir auf jeden Fall weiter und wenn der Nachdrang oder die Nachfrage weiter so ist, dann geht das auch weiter. Herr Wogemuth, ich meine, Sie nehmen Sie jetzt noch ein Brot mit. Sie haben ja wahrscheinlich, weil Sie ja aus dem südlichen Hamburg kommen, wie Sie gerade gesagt haben, haben Sie das Brot mal gebacken oder sind Sie jetzt heute erst das erste Mal drauf gestoßen auf diese Köstlichkeit? Nein, ich habe es jetzt das erste Mal hier gesehen. Ich habe es selbst auch noch nicht gebacken, aber es sieht schon hervorragend aus. Es hat eine tolle Kruste, es ist rustikal gebacken, es sieht sehr saftig aus. Ich werde mir auf jeden Fall eins mitnehmen und es probieren. Ich meine, wir könnten ja Folgendes machen, wir könnten ja als Bistum Osnabrück auch so ein bisschen bei Ihnen im Revier räubern, wenn Sie sagen, Sie nehmen das Rezept mit in südlicher Hamburg und überweisen uns nachher die 50 Cent pro Brot, die Sie da verkaufen, wenn es ein Renner wird, haben wir beide was davon, oder? Das ist wohl so, denn ja, okay. Ich könnte das natürlich auch bei uns in Erinnerung machen, wo ich nun schon viele Jahre tätig bin, ehrenamtlich, seit 1988. Und solche Veranstaltungen, das ist für uns vom Bäckerhandwerk auch hervorragend. Da kann man mal zeigen, was das Bäckerhandwerk macht und unsere Konkurrenz, so möchte ich es mal bezeichnen, der Lebensmitteleinzelhandel. Wir können hier auftreten und das kann der LEH eben nicht so wie wir. Und hier wird Handwerksbrot gebacken und das möchte ich auch noch mal ganz besonders betonen. Handwerksbrot, ganz wichtig. Und wie gesagt, er hat es ja gerade gesagt, Herr Wogemuth, Sie können gerne unsere Veranstaltungsorganisatoren innerhalb der Caritas im Bistum Osnabrück fragen, wie man so ein Fest aufbaut. Wir helfen da gerne, wir leisten da gerne ein bisschen Hilfe. Okay? Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Und wir machen jetzt noch ein Foto. Aber